Wer vorhin schon da war, hat ja vielleicht den Ausschnitt aus Kathy und der Zauberer gesehen von diesem Elvengador, einem bösen Räuberhauptmann, der natürlich diese Kathy dann auch mag und für sie auch bereit ist, sogar sein Leben zu opfern und dann auch sagt, jetzt habe ich so viel Böses getan, jetzt kann ich das mit einem Schlag sozusagen wieder gut machen, indem ich mein Leben dafür hingebe für die Kathy. Mir fällt gerade spontan ein, in Frankfurt auf der Buchmesse war ich bei einer Lesung von Kai Meier, kennen vielleicht einige hier, ein Kinder-Jugendbuchautor, der auch so Fantasy-Geschichten schreibt, der hat gesagt, was ihm sehr wichtig ist in seinen Romanen, ist die Beziehung zwischen den agierenden Personen und wie sich die Beziehungen verändern. Auch mir liegt das sehr am Herzen, ich bin ja von der Ausbildung her Psychologe und mir ist also gerade das auch sehr wichtig, wie Menschen auch in ihrer Beziehung vielleicht sich das entwickelt. Und dann sagte Kai Meier weiter, es kann bei ihm durchaus sein, dass Leute, die sich am Anfang des Romans gut verstehen und Freunde sind, am Schluss sich überhaupt nicht mehr mögen. Also ich finde es besser andersrum, wenn Leute, die sich am Anfang vielleicht bekämpfen oder sich überhaupt nicht mögen, im Laufe der Geschichte Freunde werden. Ich bin da ein bisschen auch der Meinung, so ein Happy End ist gar nicht schlecht, auch wenn manche Leute sagen, Happy End sei schnulzig oder schmalzig. Ich finde, es ist doch eigentlich ganz gut, wenn die Geschichte irgendwo gut ausgeht und wenn vielleicht auch eben ein Bösewicht irgendwo nicht nur bestraft wird, das ist natürlich in Krimis oder so meistens der Fall, dass die dann bestraft und eingesperrt werden, sondern wenn auch ein böser Mensch sich zum Guten bekehrt. Also das war so ein bisschen der Grundgedanke, das Thema unseres Wettbewerbs, dieser Kampf Gut und Böse. Und ich habe ja damals auch schon dazu geschrieben, das muss nicht in Form einer Fantasy-Geschichte geschehen, das kann durchaus auch in unserer realen Welt spielen. Ich hätte beispielsweise Holyford auch so schreiben können, dass es in unserer Welt spielt. Das ist ja im Wesentlichen die Geschichte einer Pfadfindergruppe, die ich ganz bewusst in eine Fantasiewelt, in eine ferne Zukunft, in der es eben so eine Bruderschaft wie die Jedi-Ritter gibt, die dort spielt. Das hängt auch damit zusammen, dass vor gut 10 Jahren ein Mensch, dessen Namen ich zu Recht vergessen habe, einen sehr bösen Film über eine fiktive bayerische Pfadfindergruppe gedreht hat. Und da die Pfadfinder also in ziemlich übler Weise verleumdet und durch den Dreck zieht. Den Schuh wollte ich mir nicht anziehen, dass ich da irgendwo mit in diese gleiche Ecke geworfen werde. Und darum habe ich gesagt, nein, ich mache das lieber in Form einer Science-Fiction-Geschichte à la Star Wars. Dann kann ich immer noch sagen, wenn jemand Kritik übt, bitte, was wollt ihr denn? Der große George Lucas hat die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten gedreht. Da geht es auch um so eine Bruderschaft, um genau Ähnliches wie in Holyford, also so ganz falsch liegen kann ich ja nicht. Trotzdem wäre es mir durchaus auch recht gewesen und es sind ja auch etliche Beiträge gekommen, die in unserer realen Welt spielen. Und ich gebe mal bloß 2 Beispiele, was man hätte machen können. Zum Beispiel, gerade jetzt die Jüngeren oder die Kinder, jüngeren Jugendlichen, so eine Geschichte aus der Schule, wo ein Bandenboss oder, ich sage jetzt ganz bewusst, im Zeitalter der Emanzipation, meinetwegen eine weibliche Bandenchefin, so eine Clique hat, die sie gnadenlos ausbeutet, unterdrückt, die Leute sich hörig macht, Leute, die sich ihr widersetzen, zusammenschlagen lässt oder mobbt oder in irgendeiner Weise gegen die vorgeht. Und dann kommt ein Mädchen und widersetzt sich und sagt, nein, so nicht, und gibt der sozusagen den Schuss vor den Bug, dass es so eben falsch ist, was sie macht. Wäre eine Möglichkeit gewesen, oder das Ganze dann in der älteren Altersgruppe auf einem anderen Niveau, wie man einem brutalen Diktator und Massenmörder, der reihenweise Leute umbringen lässt, entmachtet, also meinetwegen so einen Typen wie den Saddam Hussein. Und was ich mir eigentlich gedacht hätte, was auch ganz schön gepasst hätte, was leider gar nichts kam in diese Richtung, das Thema im Moment ist ja wohl Terrorismus. Als ich Holyford schrieb, hatte ich noch so diesen Terrorismus im Kopf, wie ich ihn in meiner Jugend erlebt habe. Die Erwachsenen werden das wissen, die Kinder vielleicht nicht. Es gab da eine Organisation, die sich RAF nannte, auch Bader-Meinhof-Bande genannt wurde. Das waren kommunistische Terroristen. Die haben Kaufhäuser angezündet, die haben den Arbeitgeberpräsidenten ermordet, die haben den damaligen Oberbundesanwalt ermordet, die haben Politiker entführt und die wollten unser Land in einen kommunistischen Staat verwandeln. Und drum kommt in Holyford auch so ein kommunistischer Terrorist vor, der eben versucht, durch Terror und durch Revolution die Welt zu einem kommunistischen Staat zu verändern. Heute haben wir ja eine ganz andere Form von Terrorismus, nämlich einen religiös motivierten Terrorismus. Und ich halte das eigentlich für das Schlimmste, was es gibt. Und für mich ist das das Prinzip Diabolos, das Prinzip Teufel, der alles ins Gegenteil verkehrt, der Gutes zum Schlechten macht und Schlechtes zum Guten. Denn eine gute Sache wie Religion zu missbrauchen, um Terror zu üben, ist das Schlimmste, was man sich denken kann. Religion kommt von dem lateinischen Wort religare, einbinden. Das heißt, wir werden eingebunden in ein System von Normen, von Werten, Regeln, die uns helfen, das menschliche Zusammenleben zu organisieren, ist also eine sehr gute Sache. Und die wird missbraucht dazu, dass Leute sich in die Luft sprengen,
dass Leute Selbstmordattentate begehen, wo sie dann 20, 30 andere mit in den Tod reißen oder solche Dinge wie am 11. September 2001. Also ich hätte mir es eigentlich gewünscht, wenn dazu was gekommen wäre, aber es sind genug andere schöne Beiträge gekommen zu unserem Wettbewerb. Ich begrüße alle recht herzlich, die gekommen sind zu unserer heutigen Veranstaltung. Die Leute hier aus München und der Umgebung, die aus Interesse an der Veranstaltung hier zu der Veranstaltung gekommen sind. Ich begrüße Vertreter der Medien und ich begrüße ganz besonders natürlich die Hauptpersonen, die Preisträger unseres Schülerschreibwettbewerbs. Diese Veranstaltung hat ja einen doppelten Charakter. Zum einen 100 Jahre Pfadfinder, die in diesem Jahr den 100. Geburtstag feiern, und zum anderen die Preisverleihung, die Verleihung der Preise unseres mittlerweile bereits fünften bundesweiten Schülerschreibwettbewerbs, beziehungsweise richtig gesagt Schreibwettbewerb für Schüler und andere junge Autoren, denn selbstverständlich haben auch Leute daran teilgenommen, die nicht mehr zur Schule gehen, und sogar Leute, die also ganz eindeutig dem Jugendalter entsprungen sind. Wir hatten auch Teilnehmer am Wettbewerb, die über 50 sind, und wir haben auch Preisträger, die da 30 schon relativ nahe sind, und die sind uns auch immer sehr willkommen. Die Filme, die ich gerade hier gezeigt habe, und hier sieht man ja auch das Titelbild von dem Buch Die Helden von Halden-Ragmann, das war eigentlich der Anlass, weil ich diese beiden ersten Filme dieser Trilogie vor genau 20 Jahren, also im Jahr 1986, gedreht habe. Darum haben wir den Schreibwettbewerb 2006 auch unter dieses Thema gestellt, Helden, genauer gesagt Helden und Heilige. Und beginnen möchte ich mit einer ganz kurzen Passage aus dem Halden-Ragmann-Buch am Ende des ersten Teils. Einige haben es vielleicht sogar vorhin gesehen, als der Hank Almenhardt am Ende des ersten Films, als der erste Sieg über die böse Unterweltshexe Santana errungen wurde, der Hank Almenhardt den Helden etwas ans Herz legt. Und ich gebe zu, dies und vieles andere, was in diesem Buch vorkommt, habe ich übernommen aus den Büchern von Robert Baden-Powell, dem Gründer der Pfadfinder, weil mein Ziel es war, in diese Geschichten, die Idee zu den Geschichten kam ja von den Kindern selber, die haben gesagt, was sie spielen möchten und wie die Geschichte abläuft. Und meine Aufgabe war es, in diese Geschichte ein bisschen was von der Botschaft der Pfadfinder, von der Lehre Baden-Powells einzubringen. Und hier sagt also Hank Almenhardt, den ich gespielt habe, steht dem König Largus treu zur Seite und schützt unser Königreich vor inneren und äußeren Feinden. Denkt bei allem, was ihr tut, an das Wohl unseres Landes. Verwendet Zeit und Geld nicht dazu, um euch Vergnügen zu schaffen, sondern denkt immer zuerst daran, wie ihr der Allgemeinheit von Nutzen sein könnt. Seid hilfsbereit gegen jedermann. Gebt Geld und Speise, wo es nötig ist, und lebt weiter sparsam und einfach, um dies tun zu können. Bewahrt das Gute in euren Herzen, dann wird es weitere Wunder vollbringen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Wenn dann euer Leben einmal zu Ende geht, könnt ihr beruhigt sterben in dem Bewusstsein, eure Zeit nicht vergeudet, sondern stets euer Bestes getan zu haben. Wie gesagt, das ist alles entnommen aus den Schriften des Pfadfindergründers Robert Baden-Powell, dessen 150. Geburtstag wir jetzt gerade im Februar dieses Jahres gefeiert haben, und gleichzeitig feiern die Pfadfinder ihr 100-jähriges Bestehen, weil er genau im Alter von 50 Jahren die Pfadfinder gegründet hat. Der Baden-Powell kommt auch in meinen Büchern immer wieder irgendwo vor. In Halden-Ragmann hat ja der Hank Almenhardt einen Vorgänger und Lehrmeister, das ist der Pater Rob Welldone, und das ist ein Anagramm von Robert Baden-Powell, das hat die gleichen Buchstaben bloß anders zusammengestellt, Robert Baden-Powell, Pater Rob Welldone. Und der hat also offiziell im Buch Halden-Ragmann ein Buch geschrieben, oder es wird von einem Buch zitiert, Der Weg zum wahren Glück. Und dieses Buch ist dieses hier von Robert Baden-Powell, Roaring to Success. Dieses Buch hat er geschrieben im Jahr 1930, und es gab einmal eine deutschsprachige, allerdings keine wirklich deutsche Übersetzung, weil die aus der Schweiz war, und die stammte aus den 50er Jahren, und es war also Zeit, das mal wieder neu und vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer zu übersetzen. Darum habe ich das im letzten Jahr gemacht, und dieses Buch ist also pünktlich zum 150. Geburtstag von Baden-Powell erschienen. Es ist ein Buch, das er geschrieben hat für Rover. Rover sind die älteren Pfadfinder, die Pfadfinder im Jugendalter, so an der Schwelle zum Erwachsenenalter. Also zu seiner Zeit waren das so die 17-, 18-Jährigen, da ist man ja erst mit 21 volljährig gewesen. Heute, denke ich, sind diese Probleme, die er da anspricht, und diese Dinge genauso aktuell für die 14-Jährigen, weil heute der 14-Jährige ungefähr dort entwicklungsmäßig steht, wo vor 100 Jahren die 17-Jährigen waren. Und darum habe ich mir gedacht, dieses Buch kann sich jeder, der hier Preisträger ist, ein Exemplar davon mitnehmen. Für die Kinder, die jetzt 10 oder 11 Jahre sind, ist es sicherlich noch ein Stückchen zu hoch, aber ihr könnt es ja auch erst in ein paar Jahren lesen. Aber ich würde sagen, alle, die so 14, 15 aufwärts sind, für die kann es eine ganze Menge bringen, weil es Lebensweisheiten enthält eines Mannes, der damals schon relativ alt war und zurückblickte auf ein langes Leben und auch auf schon fast 20 Jahre Pfadfindertum, die er ja 1907 gegründet hat. Und also, wie gesagt, ich kann es eigentlich nur empfehlen, die Probleme, die er anspricht, sind heute genauso aktuell wie zur damaligen Zeit. Zu dem Buch Roaring to Success. Ich würde gern
etwas mehr daraus vorlesen, aber ich weiß, die Zeit ist knapp, darum beschränke ich mich auf einen kurzen Auszug aus dem ersten Kapitel, wo er, also Success, für die, die noch nicht in Englisch so weit sind, heißt ja Erfolg. Also es heißt ja eigentlich der Weg zum Erfolg, aber was Baden Powell unter Erfolg versteht, das wird gleich deutlich an dem, was ich hier vorlese. Was ist Erfolg? Die Spitze des Baums erklommen zu haben, Reichtum, Ansehen, Macht, nichts von alledem. Diese und manche andere Vorstellungen werden euch ganz naturgemäß zuerst in den Sinn kommen. Das wird im Allgemeinen als Erfolg ausgegeben. Erfolg bedeutet gewöhnlich, dass man seine Mitmenschen übertrumpft und zeigt, dass man in diesem oder jenem Punkt besser ist als sie. Mit anderen Worten, gewinnen auf Kosten anderer. Das ist nicht meine Vorstellung von Erfolg. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir in diese Welt voller Wunder und Schönheit gestellt wurden, mit einer besonderen Fähigkeit, sie zu schätzen und manchmal die Freude zu haben, sie weiterzuentwickeln und anderen Menschen helfen zu können, anstatt sie zu übertrumpfen. Das ist es, was ich unter Erfolg verstehe. Glücklich sein. Aber Glück ist nicht rein passiv. Man erlangt es nicht, indem man sich hinsetzt, um es zu empfangen, denn das wäre ein geringeres Gut, nämlich Vergnügen. Uns aber wurden Arme, Beine, Verstand und Ehrgeiz gegeben, um aktiv tätig zu sein. Und Aktivität zählt mehr als Passivität beim Erlangen des wahren Glücks. Zwei Schlüssel gibt es zum wahren Glücklichsein. Der erste ist, die Dinge nicht zu ernst nehmen, sondern das Beste aus dem machen, was man bekommen hat. Ferner das Leben als Spiel betrachten und die Welt als Spielplatz. Die Hauptsache ist, zuletzt ehrenhaft und glänzend zu siegen. Der zweite Schlüssel ist, sich in Taten und Gedanken von der Liebe leiten zu lassen. Unter Liebe verstehe ich nicht verliebt sein und etwas in dieser Art. Ich meine die liebevolle Gesinnung, die man zeigt, wenn man anderen Menschen Gutes tut, wenn man freundlich und mitfühlend ist und sich denjenigen dankbar erweist, die einem Gutes getan haben. Das ist guter Wille und guter Wille ist Gottes Wille. Viele Leute meinen, Vergnügen sei dasselbe wie Glück. Das ist die Stelle, wo sie auf den falschen Weg geraten. Vergnügen ist allzu oft nur Zerstreuung. Man kann Vergnügen daran finden, ein Fußballmatch oder ein Schauspiel anzuschauen oder eine gute Geschichte zu lesen oder seine Nachbarn zu kritisieren oder sich den Bauch vollzuschlagen oder sich zu betrinken. Aber die Wirkung ist immer nur eine zeitweilige. Sie hält nur für kurze Zeit an. Tatsächlich sind die Folgen oft alles andere als angenehm, nämlich die Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Glück ist etwas ganz anderes. Es steckt in dir, es füllt dein Leben aus. Du entdeckst, dass der Himmel nicht ein vages Etwas irgendwo hoch in den Sternen ist, sondern er ist hier in dieser Welt, in deinem eigenen Herzen und in deiner Umgebung. Der verstorbene Sir Ernest Cassell, den die meisten wohl als Erfolgsmenschen bezeichnen würden, gestand am Ende seinen Misserfolg ein. Er hatte große Reichtümer, Macht und Ansehen erworben und er hatte weit über das gewöhnliche Maß hinaus mit seinen kaufmännischen, industriellen und sportlichen Tätigkeiten Erfolg gehabt. Aber an seinem Lebensende gestand er, dass ihm das Wichtigste fehlte, das Lebensglück. Er war, wie er es ausdrückte, ein einsamer Mann. Die meisten Leute, sagte er, glauben zu sehr an die Theorie, dass Reichtum Glück bringt. Vielleicht bin ich als wohlhabender Mann berechtigt zu sagen, dass es nicht so ist. Die Dinge, deren Besitz am höchsten zu schätzen ist, sind gerade die, die man mit Geld nicht kaufen kann. In jedem Fall liegt für einen armen Mann etwas Trost in dieser Bemerkung. Dasselbe gilt für das singalesische Sprichwort, der Glückliche ist reich, aber daraus folgt nicht, dass der Reiche auch glücklich ist.